So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Die Landwirtschaft 2017 oder auch Professional Farmer 2017, inklusive aller DLCs. Jo, wir sehen hier Zucht und Frucht und alles mögliche. Hatte ich schon öfters mal vor, das Ganze aufzunehmen und ich dachte mir, ja Mensch, jetzt wo wir hier schon Landwirtschaftssimulator haben, da können wir auch mal zeigen, was es so links und rechts noch gibt. Das heißt, wir werden auch bald uns noch Farming, also hier... Ich weiß gar nicht, wie es dann noch hieß. Das hatten wir schon mal gezeigt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Ist auch immer noch ziemlich grenzwertig, aber geht schon. Dieses ist auch grenzwertig, muss man sagen. Es gibt einige schöne Elemente. Es kann durchaus Spaß machen. Es kann ziemlich verflucht sein. Ich habe mal so eine halbe Stunde angetestet. Ich glaube, das Frustrierendste für die meisten Leute ist, es gibt ja für alle möglichen Systeme, auch wir spielen jetzt hier die PC-Version, dass es nur mit Controller gespielt werden kann, auch am PC. Und das, muss ich sagen, ist echt ätzend, weil du brauchst halt wirklich einen Controller. Du kannst ohne Controller es nicht spielen. So, Tageslänge werden wir mal ändern. Okay, anscheinend können wir es nur noch reduzieren. So, wir fangen mit dem Tutorial an. Wir werden uns erstmal hier reinprügeln, weil ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wir sehen, es gibt die Kombination, dass man noch Tasten benutzen kann, aber du kannst mit der Tastatur und der Maus das Spiel sonst nicht spielen. Also es ist ein bisschen unterstützend, aber Controller ist zwingend notwendig, was ziemlich schade ist eigentlich. Verstehe ich noch nicht so ganz. Es ist, hätte man ja auch irgendwie rauspatchen können, aber gut. Letztendlich macht es irgendwo dann doch Spaß. Also zumindest diese Viertelstunde, die halbe Stunde, die ich da gespielt habe, war schon ganz nett. Ich habe mich aber ohne Tutorial reingequält, also... So, willkommen bei Die Landwirtschaft 2017. Diese Anleitung erklärt dir Schritt für Schritt, wie du dich im Spiel zurechtfindest. Du kannst das Tutorial jetzt unterbrechen, nämlich öffnest. Okay. So, ich würde gerne mal in Einstellungen gehen und die Musik. Hä? Hallo? Achso, mit dem rechten Stick. Oh, ist ja schlimm gewesen, oder? Viel zu laut. Ja, ich hatte eben das Gefühl, mir fetzt es irgendwie alles weg hier. Das ganze Ohrenschmalz, alles, ne? Ja. So, gut. Sieh ich auf dem Bauernhof um. Wir sehen, da rechts ist die Karte. Das ist jetzt nicht die eigentliche Karte. Also man kann es nicht wirklich auswählen, wo man ist. Oder verschiedene Maps auswählen, sondern das ist einfach nur halt hier entsprechend dann eine große Karte mit einer etwas seltsam anmutenden Grafik für 2017, die Version, ne? Verwende den linken Analogstick, dann das Gamepad, um zu gehen, dann bewegst du dich in eine Blickrichtung. Genau. Zum Springen verwendest du den X-Button. Und das muss man halt sagen. Also die Geräte gehen. Bodentexturen, finde ich, geht auch, ne? Sieht ganz hübsch aus. Und so, wenn wir in die Ferne gucken, also hier das mit dem Baum ist auch, ich sag mal, ähnlich wie beim Landwirtschaftssimulator. Sieht eh nicht schlecht aus. Die Bäume waren noch nie so der Burner. Aber so... auf die Entfernung hingesehen, wirkt das Ganze seltsam. Und nur falls einer fragt, es sind die maximalsten Einstellungen. Also hier, du kannst es nicht noch höher stellen. Ja, also da lässt sich nichts dran ändern. Das sind alle Einstellungen, ja genau. Das ist interessant, ne? Ja. Aber Grafik ist ja immer nicht alles, ne? Und Farming 2017 macht auch Spaß. Und das werden wir halt uns auch noch reinziehen. So, wir gehen jetzt erstmal hin. Gucken wir so ein bisschen rum. Und ich bin ja immer dafür, auch mal was anderes auszuprobieren. Und was bloß ein bisschen auffällt, der Traktor von den Größenverhältnissen her wirkt so ein bisschen klein, finde ich, ne? Blickst du auf die Tür, genau. Also wir müssen wirklich auf die Tür blicken. Das finde ich halt gut. Das ist ja das, was ich meine, was beim Landwirtschaftssimulator mir fehlt. Also an sich der Traktor, aber an sich mit dem Reifen und allem drum und dran und so, ja, nicht schlecht gemacht. Klar, ist jetzt nicht so super gut. Ich bin auch der Meinung, die haben keine Lizenzen. Vistra, ja, ich glaube, das war so irgendwie. Fahrzeugsteuerung. Alle Fahrzeuge lenkst du mit dem linken Stick. Zum Beschleunigen, rechten Trigger, linker Trigger für Bremsen. Drei verschiedene Kameras zur Verfügung zwischen dem Steuerkreuz runter, genau. Gut, da sehen wir es. Das ist dann halt die Perspektive. Das finde ich am wichtigsten eigentlich bei so einem Spiel, dass es halt so eine Perspektive gibt. Schade bloß, dass es da in der Mitte nicht so richtig beleuchtet ist, ne? Wobei, ich weiß nicht, mit Licht müsste es... Hammerhart! Ich gehe mal raus, ne? So, das ist jetzt Licht an. Das ist schon krass, oder? Das ist halt ein bisschen mega. Also gut, es gibt noch ein Tempomat.
Links unten die Einblendung ist auch nicht schlecht. Siehst du genau, jetzt hast du hier. Wie blinke ich denn? Achso, das macht er wahrscheinlich automatisch. Also das mit dem Licht, das überlege ich mir. Das finde ich wirklich ein bisschen arg. Konnte ich nicht hier irgendwie die Helligkeit einstellen? Wir gucken mal kurz, ne? Wollen wir die Helligkeit ein bisschen runterstellen? Mal gucken, vielleicht sieht es dann nicht mehr ganz so übel aus. Na, irgendwie voll überblendet, ne? Ja, aber so sieht es zumindest schon mal ein bisschen besser aus, wenn es nicht ganz so hell ist, ja. Na gut, wir gehen aber in die Perspektive hier. Wir wollen jetzt losfahren, genau. Ansonsten Rückspiegel funktioniert alles, also sieht ein bisschen verzerrt aus, ne, aber naja, es muss ja nicht alles immer perfekt sein, aber wir sehen, es sieht irgendwie verwaschen aus, ne, nicht so richtig scharf alles. Tankstand ist etwas niedrig, ja, man sagt ja auch, das ist das Spiel, bei dem es einfach nur ums Tanken geht, ja. Wir sehen, Fahrzeug waschen geht auch, aber wir tanken erstmal. Genau, Gerät ankoppeln. Gleich mit der Tankstelle befindet sich der Geräteschuppen. Versuche den Traktor so zu positionieren, dass er mit dem Heck zum Flug steht. Genau. Wo ist der Flug? Ach, da ist er. Ja, ich denke mal, das soll der Valtra sein, ne? Aber, weil wir sehen, wir haben das zum Zurücklenken, aber wir können das nicht ändern. Es ist auch toll, ne? Es wird hier... Ich steig mal aus. Kann ich nicht aussteigen? Ich möchte gerne aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Nee, aber wir sehen das, ne? Da ist hier hinten dieses Lenkrad. Normalerweise kennen wir es ja vom Landwirtschaftssimulator. Kannst du umdrehen. Und dann entsprechend lässt sich das besser fahren. Gut, ich brauche das jetzt nicht wirklich. Achso, das Spiel gab es bei Moga oder gibt es immer noch für 4 Euro. Also von daher, man macht da nichts verkehrt. A, B und A, genau, wunderbar. So, Übersichtskarte, genau, auf der. Da sehen wir unsere Übersichtskarte. Und fahren mal hin. Ja, Musik ein bisschen einschlägig, aber bietet alles, was der Landwirtschaftssimulator eigentlich auch bietet, ne? Viehwirtschaft und Obstbäume, weiß ich gar nicht mehr. Das hat ja eigentlich nur der Farming Expert 2017. Ja. Es geht, es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, Mensch, ja, ist gut. Eigentlich so wie immer, ne? Es gibt auch hier wieder so ein paar Dinger, wo ich mir sage, Mensch, da könnte es eigentlich auch einen anderen geben. So, Felder. Direkt vor dir befindet sich ein Acker. Yay! Davon gibt es insgesamt 20 im Spiel. Wow! Du kannst allerdings nur Felder bewirtschaften, die dir auch gehören. Wenn dir ein Feld noch nicht gehört, wird es dir zum Kauf angeboten, sobald du dich auf ihm befindest. Aha. Gut, dass nicht gleich die Bullen rufen, wenn ich mich drauf bewege. So, hier sehen wir schon. Wir sehen, das Feld hier an der Stelle ist schon ein bisschen, ne, höher. So, anscheinend sollen wir das Feld jetzt kaufen. Ja, das kaufen wir jetzt. Genau, du bist jetzt stolzer Eigentümer eines Feldes. Yippie! Leider ist der Boden aber noch unbearbeitet. Hm, kacke. Im nächsten Schritt werden wir ihn daher mit dem Flug aufbrechen, lockern und mischen. Um mit dem Flug den Boden bearbeiten zu können, musst du ihn zuerst öffnen und dann die Hydraulik senken. Okay, Flug öffnen. Müssen wir den jetzt nicht irgendwie rotieren lassen? Sieht irgendwie falsch aus, ne? Oder halt so. Halt, nee, ich muss erst drehen. Erst drehen, genau. Erst drehen. Genau, so sieht es richtig aus. So, Flug öffnen. Und Hydraulik senken. Genau, ja, so ist das besser. So, jetzt fahren wir los. Ich gehe mal in die andere Kamera. Achso. Ja, weil das ist jetzt hier so ein bisschen anders. Wir sehen es ist ganz, ganz schmal. Nur. Und wir sind mega schnell. Das sei übrigens noch erwähnt. Wir sehen, wir fahren mit über 20 jetzt gerade hier beim Flügen lang. Ja, das ist, ist halt anders. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so richtig gesenkt, ne? Kann das sein? Na egal. Wir können übrigens nur da flügen, wo wir sind. Also das sind wirklich so Felder, die sind hier so angelegt und da musst du dann halt mit leben, ne?
Aber es gibt halt, das finde ich halt schön, es gibt halt Insekten- und Pilzbefall, so wie wir das bei der Planer, die Landwirtschaft, auch haben. Das heißt entsprechend ein bisschen mehr. Wir sehen auch Feuchtigkeit und alles. Also hier spielen dann halt wieder andere Sachen eine Rolle, was mir ja halt beim Landwirtschaftssimulator fehlt, weil das ist einfach nur aus dem Acker, wo du kannst düngen, wenn du willst, brauchst aber nicht, es wächst eh immer alles. Und es ist eigentlich vollkommen egal, was du da machst, ja. Das finde ich halt so ein bisschen schade. So. Deshalb machen wir das hier parallel. Die erste Folge dann, sprich, wir werden hier auch hier ein Staffelsystem machen, so wie wir das aktuell bei allen machen. Und, ja, uns mal ein bisschen drum kümmern, ne? Genau, so, ganz vorsichtig. Wunderbar. Machen wir einmal eine Reihe nach. Aber ich kann es empfehlen. Also, es gibt leider keinen Multiplayer. Das finde ich ein bisschen schade. Wobei man muss immer sagen, bei diesen Spielen, die nicht der Landwirtschaftssimulator sind, ist im Multiplayer nichts los. Zum Beispiel Farming Expert 2017. Wenn du nicht ein paar Freunde hast, die sich das auch geholt haben für 7 Euro, die komplette Edition, dann hast du da auch die A-Karte, ne? Ist sonst halt nichts los, findest halt keinen. Wobei das Spiel echt nicht schlecht ist. Also das. Gut, die Steuerung ist ein bisschen vermurks, aber da kann man sich dran gewöhnen, aber ansonsten halt echt gute Sachen dabei. Ja, zum Beispiel Häuser selber aufbauen und alles und ja. Also da kann man auch auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Und wir werden das machen. Wir werden uns hier durch die ganzen Landwirtschaftssimulatoren durchprügeln. Bis auf Real Farm Sim, das werden wir mal getrost skippen. Da bin ich einfach zu enttäuscht für und das ist mir der Preis auch ein bisschen zu happig. Also wenn das mal auch irgendwie so für 7 Euro verfügbar ist, so wie das hier zum Beispiel. Wobei, das war jetzt nur 4 Euro. Müsst ihr mal gucken, Link ist ja unten drin zu Moga, wenn ihr darüber kauft, kriege ich ja auch einen kleinen Overlos, ne? Eigentlich ist es immer ein Angebot, ich glaube 4,99 oder so kostet es. Ja, also das ist dann die Grundvariante, es gibt noch eine andere, da ist dann alles dabei, aber müsst ihr mal gucken, manchmal hat man Glück, da ist es dann günstiger, das hier zu kaufen und dann das Add-on separat, als wenn ihr dann diese komplette Variante holt, ja. Aber letztendlich, so gute Ideen, wie die mitunter haben, so dürftig ist dann oftmals die Umsetzung. Es fehlt dann irgendwie, habe ich immer so den Eindruck, am letzten Schliff. Als ob man irgendwie ja, zu sehr unter Zeitdruck geraten ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Denn auch hier sind wieder wunderbare Sachen dabei, ne? Ja, klar. Und so schlecht sieht's echt nicht aus. Gut, dass da hinten sieht alles aus, als ob es irgendwelche Bitmaps sind von Anno Quax, ja. Aber, ach komm, letztendlich sind wir hier eh zugange. So, wir haben März. Schneit es gerade? Sieht ja nach aus, ne? So ein bisschen. Und, was hier die Sache ist, wir sehen's. Grubbern. Das war harte Arbeit. Ja, wir sollen Grubber holen, aber ich flüge das erstmal noch fertig zu Ende, ne? Naja. Verändert sich, und du siehst es jetzt hier, wenn wir so ein bisschen reingehen, das ist jetzt wirklich vertieft, ne, also es hat jetzt zwar nicht dieses Fahrverhalten wie zum Beispiel ein Farm-Expert, wo du halt wirklich dann entsprechend Probleme hast, weil er fährt trotzdem genauso wie auf der Straße, ne, du merkst diese Huckel halt nicht. Das ist ein bisschen schade, das hätte man dann noch mit reinnehmen können, wenn man schon wirklich ein verformbares Feld macht. Aber, ja, es gibt Schlimmeres. So. Schade ist auch, du kannst irgendwie nicht die Entfernung zur Kamera einstellen. Also ein paar Kleinigkeiten, ne, die einfach halt fehlen. So. Dup, 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 dup. Wunderbar, sieh dir das an. So, mal wieder abladen, holen wir es in Grubber. Da steht er. Letztendlich kennt man die ganzen Geräte, so wie sie da sind, kennt man alle. Sie sehen eigentlich aus, wie sie aussehen. Es macht aber eher den Eindruck, als ob es von denselben Leuten, ich weiß gar nicht, müsste ich mal nachgucken, ob es von denselben Leuten ist, die der Planer die Landwirtschaft gemacht haben, weil die Maschinen sehen ja genauso aus, ne? Und das sind ja auch keine. Den vorher drehen oder was? Ach, der hängt in der Wand drin, deshalb was so. Nee.
Müssen sie vielleicht doch erst senken oder sowas? Nee. Ist ja komisch. Wie kann ich das jetzt abmachen? Ich kann jetzt hier nicht ranfahren und das dann da ist. Voll seltsam. Ich versuche das mal woanders hinzulegen. Anscheinend möchte er ja gar nicht. Muss ich nicht verstehen, oder? Ah, okay. Vielleicht, weil wir da zu nah dran waren oder so. Ja, kann sein. Wer weiß, was da eine Rolle gespielt hat. So. Ich weiß auch nicht, wie das hier ist. Ob es einen richtigen Karrieremodus gibt oder ob wir auch einfach nur so nach dem Motto den Alltag eines Bauern simulieren. Aber wie gesagt, wir lassen das parallel laufen und dann könnt ihr immer so ein bisschen sagen, also mitentscheiden, ne? Nach dem Motto, hey, wir wollen heute das machen, wir wollen dies machen. Ja, Auflockern und Krübeln der Erde sowie der Unkrautbekämpfung. So, okay, dann auf geht's. Das sieht aus wie die von Amazone, ne? So ein bisschen, oder? Von Amazone? Krone? Könnte auch Krone sein. Naja, auf jeden Fall sind, glaube ich, gar keine Marken drin. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht irgendwo einen Shop? Das kommt garantiert noch mit dem Shop. Oder war der hier? Also hier haben wir die Karte. Ach ja, hier, genau. Traktoren. Ja, Traktor Vistra, ne? Drescher. Ist auch geil. Drescher, blablabla. Gülleanhänger. Flugjuwel. Ja, es ist, ach doch, Amazone. Also okay, also doch, das ist dann halt eine richtige. Die gibt's dann halt echt. Also anscheinend ein paar Markennamen hat man drinne. Ich weiß nicht, vielleicht ist Vistra ja auch ein richtiger Name. Kann ja sein, ne? Genau. Helfer gibt's auch, Schnellreise. Tiere sehen wir, ne? Schafe, Schweine, Hühner, Ziegen, Enten. Also es gibt ein paar mehr. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Kannst halt alles entsprechend halt vergeben lassen. Hier ist das Wetter, das ist ja auch ganz wichtig. Ist halt, hier ist das Wetter wirklich wichtig im Vergleich halt zu anderen. Und das ist halt das, was ich meine. Ne? Das sind so diese paar Dinge, die könnte man im Landwirtschaftssimulator ruhig übernehmen. Das fände ich cool, fände ich echt genial. Aber na gut, vielleicht kommt das ja beim nächsten. Das wäre echt super. So. Auf jeden Fall möchte ich größere Geräte haben, ja. Das geht so gar nicht. Ich mit diesen kleinen Popelgeräten arbeite ich schon beim Landwirtschaftssimulator mega ungern. Ich sehe jetzt da noch keinen Unterschied. Ihr? Ist das wirklich, oder? Gegrubbert 0%. Jetzt, okay, warum sollte ich den denn dann öffnen? Das verstehe ich gar nicht. Aber du siehst richtig, ne? Das ist halt hier wirklich verformt an der Stelle. Ja. Das Gelände. Okay, ist ja voll seltsam. Warum? Na egal. Ignorieren wir das. Na, ich kann ja wirklich mit fast 30 rüber prügeln, ne? Das müsste man vielleicht auch nochmal ändern, ja. Klar, so bist du schnell fertig, aber... Wobei wir davon ausgehen können, dass es hier keinen weiteren Patch gibt. Das ist immer das Problem bei diesen Spielen, die jetzt dann rausgebracht werden. Da kommt halt dann nichts mehr, ne? Die sind dann halt nicht so mega beliebt. Da kannst du froh sein, wenn es vielleicht nochmal ein Patch gibt. Wobei, der Vorgänger, ähnlich wie beim Farm Expert, der 2016er, hat mega viele Updates bekommen und Add-ons. Der 17er gar nicht mehr. Das war dann halt nicht so... Er ist nicht so angekommen, ne? Man hatte da bei den alten Landwirtschaftssimulator-Teilen, die nicht so viel Möglichkeiten boten, hat man irgendwie
mehr Chance gehabt, da irgendwie in die Nähe zu kommen oder auch ein paar Fans mit abzugreifen und ein paar Leute halt dafür auch zu begeistern, sagen wir mal so. Mir ist klar, dass das hier äußerst holprig und laienhaft ist, aber ist egal. Wir ziehen das hier durch und wie gesagt, Spaß machen tut's trotzdem. Ist halt nur anders. Wobei ich bin der Meinung, wenn es ein Markentraktor wäre, wäre dann irgendwie vorne nicht so ein Emblem drauf. Also wenn es die Marke wirklich gibt. Eigentlich schon, oder? Ich freue mich jetzt ein bisschen auf Viehwirtschaft. Das ist ja für mich immer so das Interessanteste mit. Also von den Menüs finde ich es auch nicht schlecht. Klar, es wirkt so ein bisschen altbacken, wie das hier aufgebaut ist, ne? Es wirkt halt wie so eine Konsolenversion von der 360, wo da sahen die Menüs damals auch so aus, aber gut, gibt Schlimmeres. Gibt echt Schlimmeres. Also ich muss aber auch sagen, grafisch am besten gefällt mir dann, muss ich leider zugeben, immer noch der Farm Expert 2017. Also von den Sachen, was jetzt hier die Felder und so angeht, ne? Also Fahrzeuge nicht unbedingt. Da muss man sagen, ist echt der Landwirtschaftssimulator halt ganz, ganz vorne. Und wenn man dann halt so ein paar Modmaps hat, dann ja, kommt da eigentlich keiner gegen an. So, ich gebe mir nur so ein bisschen Gas, ne? Ich will jetzt nicht so ganz dolle hier rüberhacken, das finde ich irgendwie kacke. So, sind gleich fertig. Ja, aber so ist eigentlich genauso zu tun wie beim anderen. Ist ja auch klar, ne? Die Tätigkeit an sich ist ja eigentlich auch immer die gleiche. Ah, das ist schon eher so eine Geschwindigkeit, ne? So, jetzt sind wir gleich fertig laut ihm. Geschafft, der Untergrund ist jetzt schon locker. Nun ist es an der Zeit, etwas für die Bodenqualität zu tun. Begib dich zum Zimmer auf und hole dort das Güllefass. Ah, ja. Okay. Ah, wir sollen es düngen, okay. Gut, aber erstmal muss noch der letzte Rest. Ich weiß, er sagt an, dass es 100 sind, aber es sind nicht 100. Das mit den Bremsen finde ich ein bisschen doof, weil irgendwie kann ich nicht richtig bremsen. Das ist voll doof irgendwie. Also wenn ich hier die Bremse drücke, passiert nicht so richtig was. Kann auch sein, dass das vielleicht realistischer ist. Halt bloß beim Landwirtschaftssimulator dieses wir bremsen sofort Verhalten da entsprechend besser ist. Aber Geräte sind genauso gut gemacht und alles, ja. Das ist schon okay. Ich finde, die Leute meckern auch viel zu viel, ja. Man hat sich halt an diesen Look vom Landwirtschaftssimulator und die Steuerung und so gewöhnt und man ist dann irgendwie so kritisch, so wie hier mit dem Boden. Ach, na, guck dir das an. Ja, aber vielleicht dann doch mal einfach sagen, okay, pass auf, es sind nur 4 Euro, kack drauf. Ich gebe viel mehr Scheiß oder viel mehr Geld für irgendwelchen anderen Scheiß aus. Dann hole ich mir halt für 4 Euro mal dieses Spiel, probier's mal selber aus und stell dann vielleicht wirklich fest, hey Mensch, das ist gar nicht so verkehrt. Ich kann da auch meinen Spaß mit haben. Ja. Der will das hier nicht ablegen, ne? Ich glaube, der will das nicht da. Ich glaube, ich muss das hier vorne ablegen. Hm. Ja, ist ja geil. Also wozu haben wir einen Schuppen, wenn wir es nicht da drin ablegen können, okay? Ist ja auch geil. Ja, der Mähdrescher sieht etwas seltsam aus, muss ich sagen, ne? Er sieht wirklich genauso aus wie beim der Planer die Landwirtschaft, so. Ach, egal, komm. Kack der Hund drauf, Hauptsache es macht Laune. Das Tanke, das Güllefass am Güllesilo, von Schweinen, Rindern. Ah ja. Wird automatisch dort gelagert. Ah, so ein Hammer. Also, das ist auch echt. Also, anscheinend hat man, was die Geräte angeht. Achso, das ist eine fixe Kamera. Okay, die kann ich dann nicht frei bewegen. Hat man anscheinend da die ein paar Markennamen für Geräte bekommen. Aber mehr halt auch nicht. Achso, gedrückt haben. Wir sehen was, ne? Ist und Max. Ah, okay. Geht noch ein bisschen. So,
Voll, das ist gut gemacht. Die Gülle muss nur auf dem Feld verteilt werden. Um die Dünger abzulassen, musst du das Güllefass öffnen, wenn du dich auf dem Feld befindest. Okay, versuchen wir das mal. Voll cool. Ja, ich glaube, wir bleiben mal hierbei, ne? Es ist ein bisschen laut. Ah, die Musik ist so schön entspannend. So, ich musste trotzdem einmal kurz rausgehen, um zu gucken, wie es ist. So. Und starten. Ah, okay. Ist auch wieder nur ganz schmal, ne? Das ist immer wirklich nur so ein schmaler Streifen, den er macht. Ich muss hier echt aufpassen, ey, dass alles gedüngt ist. Das Fahrverhalten von dem Anhänger ist etwas seltsam. Also beim Rückwärtsfahren eben gemerkt. Das passt irgendwie nicht so ganz. Ja. Ach, egal. So. Ach so, der verbraucht die Gülle dann aber trotzdem nur, wenn wir hier drüber sind. Ach so. Mal gucken, ich lass jetzt mal an. Mal gucken. Ja, ja, ja. Wird nur verbraucht, wenn wir da drüber fahren. Okay. Natürlich praktisch, ne? Lässt es einfach die ganze Zeit an, fährst einfach immer noch hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Und schwupps, fertig bist du. Das sieht gut aus. Das erste Feld ist fast fertig. Sehr schön, so ein bisschen ausholen. So. Wird noch gar nicht dreckig, ne? Ach, entspannend. Ja. So, jetzt mal gucken, beim Rückwärtsachten, ne? Jetzt müsste er eigentlich ja nach links fahren. Sehe ich jetzt nicht so. Jetzt muss ich hier schon... Ja, also... Etwas eigenwillige Steuerung, aber gut. Auf jeden Fall etwas... Oh, der Boden ist nun für die Saat vorbereitet. Fahr zurück zum Bauernhof und hol dort die Sämaschine. Sie steht wie immer am Geräteschuppen bereit. Okidoki, machen wir gleich. Ich muss nur noch den Rest hier düngen. Ja, da fehlt ja doch schon recht viel, ne? Ja, das möchte ich jetzt nicht so lassen. Hey, an der Seite diesen einen Streifen. Ach komm, egal. Ich weiß ja nicht, ob der das dann wertet, dass dann, also fürs gesamte Feld, das ist dann einfach egal. So nach dem Motto, hey, du hast halt 100% gedüngt, das zählt dann einfach für alles. Oder ob es dann, so wie beim Landwirtschaftssimulator, nur da entsprechend gedüngt ist, wo wir halt auch gedüngt haben. Das muss man dann mal gucken, wie das dann halt so ist. Ach so, übrigens, was ihr da seht, muss ich mal kurz das mit der Karte erklären. Also. Da unten sieht man das so ein bisschen. Ich weiß nicht, habe ich hier... Nee, hier haben wir keine Maus. Stimmt, ja. Also, da wo der rote Pfeil ist, das sind wir. Dieser grüne Bereich ist unser Areal, wo wir hier sind. Diese grauen Zonen dazwischen sind Ladebereiche. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel in den Norden fahren, wir sehen das, ne? Wenn wir auf der Karte nach rechts oben fahren, sehen wir das. So ein schwarzer Balken. Die Straße wird auf einmal schwarz. Das ist wie so ein Tunnel. Ich glaube, es ist sogar ein richtiger Tunnel. Und dann hast du da oben den rechten Bereich. Das sind eigentlich drei verschiedene Bereiche und zwischen jedem einzelnen muss geladen werden. So. Das nur mal so an dieser Stelle. Das ist halt, ja, so ein bisschen unglücklich vielleicht, dass man dann halt diese kleinen Bereiche hat, wo dann halt immer geladen werden muss. Also es haben sich ein paar über die Ladezeiten beschwert, ja, so nach dem Motto, ja, ist viel zu lang und alles und man braucht da Ewigkeiten und das Spiel besteht eigentlich nur aus Ladezeiten. Muss ich sagen, es kommt vielleicht drauf an, wenn ich natürlich einen Rechner von Anno Quax habe, dann darf ich mich nicht wundern, aber auf einer aktuellen Maschine sind die Ladezeiten echt nicht nennenswert. Ja, also da brauchst du dir gar keinen Gedanken machen. So, nehmen wir das nochmal mit. Genau. Erste Folge, wie immer, von der Staffel etwas länger. Weil ich möchte natürlich jetzt gerne das Tutorial eigentlich abschließen, dass wir dann in der zweiten Folge richtig durchstarten können. So, das Saatgut aus der eigenen Ernte kann für die Wiederaussaat verwendet werden. Alternativ kannst du später auch Saatgut beim Reifeisenhändler im Dorf kaufen. Ah ja, sehr schön. Das finde ich gut. Ja,
Ah, es ist sogar fett drauf gedruckt, damit man noch ja sieht, hey, wir haben uns ein Markending gekauft. So, okay, und hier ist dann entsprechend das Saatgut. Aha, okay. Die Musik ist eher was für so ein... Weiß gar nicht, also irgendwie passt nicht so ganz, ne? Wobei, naja, diese Ehrfurcht vor dem Land. So, gedrückt halten, genau, nicht vergessen. Ausbaustufe 1 von 3. Achso, wir können das auch noch ausbauen. Aha. Also dann einfach wahrscheinlich, dass es größer ist, ne? Dass mehr reinpasst. Ja, macht ja Sinn. So, ich glaube, ich muss mal insgesamt... mal die Lautstärke allgemein ein bisschen runterschrauben, ne? Genau, ich denke, das ist besser, dann kann man mich ein bisschen besser hören, glaube ich. So, wunderbar. Ist soweit fertig. Sehe das Feld. Also mehr kann ich jetzt echt nicht. Na gut, dann natürlich. Spurreißer haben wir auch dran. Ich weiß bloß gar nicht, ob der funktioniert. Also man sieht ihn zumindest, ne? Das wäre ja ein Ding, wenn du den nicht benutzen kannst. Richtig positionieren hier, maximale Breite ausschöpfen. So. Okay. Öffnen. Ah, okay, doch, Spurreißer. Ist geil. Es wird einfach beide werden ausgehen. Ja, es ist geil. Ey. So, senken, genau. Also anschmeißen brauchen wir es dann nicht. Das macht er von alleine, ja. Aha, also das macht er wieder automatisch. Dann machen wir. Wir sehen übrigens da oben, ne, direkt über dem Traktor, jetzt da oben, ne? Wo der Kopf von den Bauern ist. Da sind so 226 von 1000. Es gibt hier Auflevel-Systeme. Es gibt, also mit allem, was du machst, sammelst du Erfahrungspunkte. Wir sehen es, ne, es ist gerade hier für jedes Ding, kriegen wir Erfahrungspunkte. Und dann kannst du Sachen freischalten, dass du halt bei irgendwas besser bist und so. Ist eigentlich ein cooles Prinzip, finde ich. Bei Farm Expert gab es das, glaube ich, auch. Muss ich nochmal gucken. Das muss ich auch die Tage nochmal holen, weil ich wollte eigentlich mehr oder weniger... eigentlich war geplant, alle drei Simulationen praktisch zeitgleich laufen zu lassen, dass man halt einfach tagsüber genug Landwirtschaft bekommt und dass man auch einfach den besten Vergleich auch nochmal hat an der Stelle, ne? Ja. Und da ich momentan mega auf Landwirtschaft bin, irgendwie auf die Simulatoren abfahre, kann ich dann mich da auch vollkommen ausleben. Ja, ja, kann ich so richtig exzessiv jeden Tag über den Acker flügen. Ja, ich stich drauf, du. Ah, sowas von. Ja. So. Okay, jetzt sind wir 80%. Ja, hab jetzt die Tage mal die Realverfilmung von dem Anime Death Note mir reingezogen. Muss echt sagen, also Willem Dafoe spielt da dann den Dämon. Mega gut. Also ist halt eine andere Story als im Anime, weil halt ein anderer Eigner das Death Note hat. Das ist nicht derselbe Charakter. Und erzählt man halt eine andere Geschichte aus dem Universum von Death Note, aber ziemlich, ziemlich gut gemacht, ja. Also alles vom Dämon bis hin zu den ganzen Sachen, die Details, also macht echt Laune. So, das Feld ist jetzt gesät und die Pflanzen können in Ruhe wachsen. Doch auf einem Bauernhof gibt es immer etwas zu tun. Ha. In der Zwischenzeit werden wir uns daher ein wenig mit der Tierhaltung beschäftigen. Yay! Voll cool. So, wunderbar. Genau, alles schließen und dann bringen wir das noch weg. Dann haben wir Raps angebaut. Okay. Ich bin echt gespannt, ne? Okay, aber ich fahre jetzt erstmal, bevor wir uns damit beschäftigen, fahre ich jetzt erstmal die Saatmaschine weg. Genau. Ja, weil die will ich jetzt nicht mitschleppen die ganze Zeit. Das, da habe ich irgendwie nicht so einen Bock zu. Ja, warum auch, ne? Ja, so ein bisschen mehr Schärfe hätte dem Spiel ganz gut getan. Also wenn man sich noch... Auch das hier, ziemlich unschön. Also für die Konkurrenz, die sich auch 2017 nennt, hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr machen können.
Übrigens, ich kann mich nicht einmal komplett rumdrehen. Ich kann nur bis hierhin drehen, ja? Und dann muss ich wieder rechts rumdrehen. So. Weiter geht's ja auch nicht. Ich muss wieder links rumdrehen. Gut, irgendwie logisch. Ich kann mir im Kopf ja auch nicht einmal im Kreis drehen, aber... Ja, dann hätte ich auch gerne den Körper, der angezeigt wird. Weil auch hier... Also irgendwie fehlt mir dann die Hände. Also das wäre zum Beispiel total geil, wenn du dann wirklich deinen Körper hast, der hier drinnen sitzt. Und wenn du schaltest oder allgemein der Gang höher geschalten wird, dann entsprechende Animationen, so wie das bei Rennspielen ja auch der Fall ist. Das ist nicht so mega, es ist kein Hexenwerk, ja, und nicht so mega krasser Aufwand. Also so eine Animation dann einfach standardmäßig zu machen. Jetzt ist das Ding. Das würde authentischer sein. So. Normalerweise befindet sich der Tierhändler im Dorf. Um uns den langen Weg zu ersparen, haben wir ihn kurzerhand hierher versetzt. Öffne nun den Tierhändler und kaufe 5 Schweine. Okay, so, Händler öffnen. Hier. Ist echt ein bisschen doof. Mit dem Steuerkreuz navigierst du, nicht mit dem linken Stick, sondern mit dem Steuerkreuz navigierst du. Und mit dem rechten Stick entscheidest du, was du hier wie viel kaufst. So, 5 Schweine gekauft, super. Ich finde es auch cool, dass es hier Ziegen und Enten gibt, ey. Schweine produzieren Gülle, die du zum Düngen deiner Felder benötigst. Außerdem können die Tiere beim Metzger verkauft werden, wobei sich der Wert nach dem Zustand der Tiere richtet. Fahre nun zum Schweinestall und sieh dir deine neuen Tiere an. Ach, da ist er. Da muss erstmal zurechtfinden. Das ist auch unser Bauernhof, ne? Der ist immer gleich. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass man irgendwie eine andere Map auswählen kann. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das ist interessant, dass der Rückspiegel ruckelt, ne? Ja. Da sind unsere Schweine. Dies ist der Schweinestall. Oben rechts kannst du den Zustand der Tiere und ihren täglichen Bedarf an Futter, Wasser und Stroh ablesen. Je wohler sich die Tiere fühlen, desto mehr produzieren sie. Wie du siehst, sind die Schweine heute noch nicht gefüttert worden. Es ist höchste Zeit, dies nachzuholen. Stimmt. Na, schon recht krass, ne? Ist ein bisschen anders gemacht hier das Ganze. Finde ich aber auch ganz hübsch. Wie gesagt, das macht dann halt auch den Reiz aus, dann halt trotz dieses offensichtlich optischen Mangels halt zu sagen, hey... Wir machen das trotzdem. Nun gut, ich denke, die Pilotfolge ist lang genug geworden. Wir sehen uns dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.